willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich mit Max 24 Stunden Wohnungen tauschen. Und das hier ist der zweite Part von unseren Videos. Den ersten findet ihr bei Max auf dem Kanal, also schaut dort unbedingt vorbei. Wenn ihr von Max Video kommt, wisst ihr, dass ich gerade eben verzweifelt Kekse gegessen habe. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir nämlich mal weiter. Ich habe jetzt nämlich vor, da es schon langsam etwas dunkel wird, baden zu gehen. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Und dann habe ich hier zum Glück auch noch ein paar Masken. Und mal gucken, was ich noch so alles machen werde. Wenn ihr das wissen wollt, bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Und ihr werdet in diesem Video auch zwischengeschnitten sehen, was Max parallel bei mir zu Hause macht. Also wird das Ganze sehr, sehr spannend. Und ich würde sagen, viel Spaß bei dem Video. Im Badezimmer ist es momentan ein bisschen unordentlich, weil da gehören Füße ran. Aber die Füße muss man ranschrauben. Und da gibt es einfach keine Löcher zum Ranschrauben. Deswegen liegt hier alles so verteilt rum. Und ansonsten müssen hier noch zwei Regale angebracht werden und ein bisschen Deko. Und dann ist das Badezimmer eigentlich auch schon fertig. Die Regale kommen nämlich da oben irgendwo hin. Das müssen wir nochmal gucken. Aber ja, ansonsten ist das Badezimmer wirklich fertig. Leute, mir fällt gerade auf, Kacke, Jan. Ich habe gar keinen Schlüssel dabei. Ja? Chrissy, ich habe mich gerade ausgesperrt. Das ist schuld, du hättest einen Schlüssel mitnehmen müssen. Dann muss ich Angelina anrufen. Könntest du vielleicht kurz vorbeikommen und einen Schlüssel vielleicht? Cool, danke dir. Ey, oh, der Schlüssel. Ja, danke dir. Welcher ist das davon? Naja, kannst du kurz Bella nehmen? Ey, wir retten deine Not. Ich hoffe, ich habe auch jetzt einen richtigen Schlüssel. Ich komme wieder rein. Welchen? Oh mein Gott, Alter. Danke dir. Es ist ganz schön kalt hier, deswegen mache ich mal ein bisschen Fußbodenheizung an und dann würde ich sagen, lasse ich mir eine Badewanne rein. Ich freue mich so. Ich hätte meine Badekugel eigentlich mitnehmen müssen, aber... Und... Oh, das ist da rausgekommen. Vielleicht sollte ich das mal zumachen. Mein Schreien war auch gerade sehr schön. Auf jeden Fall wollte ich das hier machen. Wassermarsch! Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich fertig mit Baden bin und meine Maske mache. So, mittlerweile ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe ein bisschen Netflix geschaut, ein bisschen YouTube geguckt, aber jetzt habe ich wieder Hunger bekommen. Und ich werde mir jetzt mit dem gefundenen Geld, vielleicht hier noch mehr, wer weiß, mit dem Geld werde ich mir was zu essen holen gehen. Ich werde natürlich auch schön viel holen, weil ich habe überlegt, so ein Döner ist da drin, eine Pommes, irgendwie trinken, keine Ahnung. Wir werden mal gucken, was alles davon von den 30 Euro kriege, glaube ich. Aber ich werde auf jeden Fall nicht alles aufgeben, obwohl der ist kein Verhalten, theoretisch. Vielleicht fällt es Christi auch gar nicht auf. Ich meine, ist jetzt ja meine Wohnung. So, für euch ist es nur ein Schnitt später. Für mich ist es schon ein bisschen später. Ich war schon baden, habe wieder meine Sachen angezogen. Meine Haare sind nicht gewaschen, die werde ich nämlich morgen früh waschen. Und eine Maske habe ich auch schon gemacht. Ich habe aber noch Augenbrauen und Wimpern geschminkt. Die hatte ich nämlich auch gar nicht abgeschminkt. Ich hatte nämlich die Black Mask hier. Ich bin jetzt fertig mit baden, habe hier auch schon wieder das Wasser abgelassen, alles ordentlich gemacht und lege mich jetzt auf das Sofa. Ich würde sagen, wir gucken noch mal kurz, was Max macht. Ich bin selber sehr gespannt beim Schneiden zu sehen, was Max da so bei mir zu Hause gemacht hat. Leute, ihr müsst wissen, ich habe diesmal sogar einen Schlüssel tatsächlich dabei und das ist jetzt alles, was ich essen darf. Oh mein Gott. Ich habe 14 Euro bezahlt dafür, heißt, ich habe noch ein bisschen übrig. Mal gucken, ob Chris überhaupt auffallen wird morgen. Ob es weg ist oder nicht. Also, ich darf jetzt ganz entspannt erstmal essen. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an hier mit... Alter, was ist das für eine Tüte? Hier mit den Pommes und dann auch den Döner. Und das ist, also, ich muss sagen, das ist echt richtig geil. Dabei werde ich mir gleich übrigens Netflix anmachen. Oh mein Gott, das ist richtig geil. Aber ich glaube, die sind ultra heiß, oder? Boah, oh. An der Stelle würde ich sagen, guten Hunger. Aber ich gucke jetzt erstmal ein bisschen Fernsehen. Und da ich immer noch kein Internet habe, vielleicht ein bisschen Instagram. Ich hätte sonst auch Netflix gucken können, aber hier gibt es ja kein Internet. Mache ich das weg? So, ich gehe jetzt mal in die Garage, gucke, was ich da so machen kann. Vielleicht finde ich irgendwas Spannendes, weil langsam wird mir langweilig. Und vielleicht finde ich da auch was zu essen. Mal sehen, wer weiß. So, und die Garage ist zu heiß. Ich muss nochmal den Schlüssel holen. Nee, die Garage soll auf sein, aber... Hä? Bin ich irgendwie... Ah! Okay, sie ist offen. So, hab alles aufgegessen und ich muss sagen, ich bin echt richtig voll, aber ich habe ein geiles T-Shirt, schaut mal gerne vorbei. Ich würde sagen, bevor es jetzt weiter... Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt zu viel rumrede, ich habe gerade gesehen, dass Chris ihre Blumen hier immer noch wundervoll hat. Ich muss sagen, riecht er noch irgendwo? Ich will ja absolut nichts, aber ich finde es so geil, dass er immer noch in diesem... einfach in einem Eimer drin steht. Und dann habe ich gesehen, dass hier noch irgendwie richtig viele Pakete sind. Hier ist irgendwie was von Chrissy. Ich würde mal sagen, ich schau mal da rein. Oh, das werdet ihr auf jeden Fall bald auf Instagram sehen. Da weiß ich, was es auf jeden Fall ist. Das gibt es bald auf Instagram zu sehen bei Chrissy. Ich schau mal ganz kurz hier rein, was das hier ist. Sorry, Chrissy, falls ihr nicht reinschauen darf. Ups, too late. Ah, lol. Hier ist so Merchandise. So oder so ähnlich würde es nachher aussehen vielleicht. Kann halt sein, dass Chrissy immer noch anders machen würde. Aber schreibt einfach mal in die Kommentare rein. Wie findet ihr das? Von mir noch ein paar Sachen hier mit dabei. Also, wenn jetzt das Video online ist, dann war das Stream natürlich schon längst vorbei. Hab ich mich erschrocken. Und anscheinend habe ich doch keine sturmfreie Bude mehr. Das verstehe ich nicht. Und jetzt muss ich erstmal herausfinden, wie man hier Licht anmacht. Ah, Lichtschalter gefunden. Oh, mein Gott. Also als ich letztes Mal hier war, war es halb so voll. Ich zeige euch das mal. Hier und dann... Puff.
Also als ich letztes Mal hier war, war wirklich irgendwie dieser ganze Teil noch nicht da irgendwie und hier auch nur die Hälfte. Mal gucken, was ich hier so Spannendes finde. Auf jeden Fall ist hier ein Spiegel, damit man sich auch in der Garage angucken kann, bevor man noch losgeht. Okay, da liegt ein Ball, aber ich glaube, ich komme hier nicht dran. Ah, okay, ich bin doch rangekommen. Oh, wow. Da ist irgendwie kaum Luft drin. Toll. Dann packen wir den mal wieder zurück. Was machst du eigentlich? Ich dachte, du wärst irgendwie bei einer Freundin oder so. Ja, ich gehe gleich wieder. Achso. Keine Sorge, ja. Ich okay, hole meine Sachen. Okay, okay. Aber ja, okay. Okay. Alles gut. Alles gut. Ich hab nicht mal mitgekommen, dass du hier reinkommst. Ich guck gerade so hoch zur Tür, dachte so, hä? Ich hab voll den Panikschockkurs. Also ich hab richtig. Also ich weiß gar nicht, ob man es mir angesehen hat, aber ich hab kurz ein bisschen Panik gehabt. Aber ja, was mache ich eigentlich den ganzen Abend? Ich glaube, ich habe sogar eine Zahnbürste hier. Okay, das hier werde ich bestimmt nicht rausholen, weil da liegt erstmal dieser XXL-Ball drauf und dann noch eine Tüte. Und bis ich das hier rausbekomme, ist es schon Mitternacht. Stehen noch ein paar Gartensachen. Ich könnte mir theoretisch eine Liege jetzt aufschlagen und mich sonnen im Dunkeln. Schreibt in die Kommentare, was hättet ihr jetzt gemacht, wenn ihr bei Max einen Tag lang wärt? Ohne Max natürlich. Also, wenn ihr einen Tag lang in seiner Wohnung leben würdet, was würdet ihr machen? Und Leute, ich glaube, das Restgeld, das vergesse ich einfach. Ich vergesse es aus Versehen hier in meiner Jackentasche. Also, es sind jetzt noch 15 Euro. Ich glaube, nee, 16 Euro habe ich noch da auf jeden Fall. Gut, ich werde vielleicht gucken. Aber eigentlich hat Chris hier irgendwo ein Portemonnaie. Ich weiß noch nicht wo, aber geile Schuhe, Alter. Geiler. Oh, also vielleicht ist es auch in dem Rucksack drin. Oh Gott, nein, das ist ein Schulzeug. Das ist Schulzeug. Bäh. So, ich habe das hier doch mal rausgekramt. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich saß hier noch nie drauf. Ich weiß auch nicht, ob das für meine Gewichtsklasse ist. Oh mein Gott. Auf jeden Fall steht hier ein Schlüssel drin. Ich habe keine Ahnung, wie man losfährt. Oh mein Gott. Okay, das war irgendwie fail. Kann man hier auch rückwärts fahren? Okay, das war eine schlechte Idee. Ich würde sagen, ich schmeiß mich mal aufs Bett und werde. Scheiße, mal, ob ich die. Ach, das ist die Vermietung. So, ich werde mir die Fernbedienung schnappen. Dann werde ich wahrscheinlich nachher noch ein Video bearbeiten. Bis Netflix schauen. Let's go! Netflix, Netflix, yeah! Jetzt weiß ich, wo Max diese Maske hat, mit der er mich geprankt hat. Danke, Max. Ich habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben so sehr erschrocken. Die ist übel kalt. Lass ihn da noch oben, damit ich super gut aussehe. Aber, boah, die ist super kalt. Ich würde sagen, ich verstecke sie mal ganz, ganz unten in den Tüten, damit Max sie nie wieder findet. Also wirklich ganz, ganz unten. Ich habe jetzt hier das Longboard rausgeholt. Schreibt mal in die Kommentare, könnt ihr Longboard oder allgemein so eine Boards fahren? Ich kann das überhaupt nicht. Ich weiß aber, wie man lenkt. Aber ich weiß jetzt... Ich fahre gleich so hin. Und wieder zurück. Und ich frage mich echt, was Christi jetzt bei mir zu Hause noch macht. Also ich glaube, was kann sie eigentlich machen? Eigentlich, oh scheiße, Mann. Ich hoffe, sie hat was zu essen gefunden. Ich glaube, bei mir zu Hause in der Wohnung ist gar nicht mehr so viel zu essen gewesen. Ach, sie wird sich da schon rum. Ich glaube, so ein paar Kleinigkeiten waren noch im Kühlschrank. Ich meine, da war noch, ja, die wird schon nicht verhungern. Hoffe ich jedenfalls. Ich meine, ich habe Döner. Ich hätte, also falls Chris das hier sieht, ich hätte gerne Döner mitgekauft. War jedenfalls genug Geld da, aber du bist nicht da. So, ich bin jetzt nochmal rausgegangen. Gehe hier noch ein bisschen spazieren. Also wir sind hier beim neuen Haus und ich war in der Gegend noch nie. Beziehungsweise ich bin immer nur den einen Weg hier lang gegangen. Und ich gehe mir jetzt mal gucken, was es hier noch für Wege gibt. Und ja, da hat mich gerade jemand aus dem Fenster angeguckt. Und ich gehe hier mit einer Kamera lang. Hab ich mich erschrocken. Oh mein Gott, ich bin da gerade lang gegangen und auf einmal kracht es voll laut. Ihr wisst nicht, wie ich zusammengezuckt bin. Yeah. Alter, warum flackert das so? Und stell dich scharf. So, ich sitze jetzt wieder auf der Couch und ich muss noch eine Sache sagen. Und zwar finde ich es schon irgendwie gruselig, hier alleine zu sein. Beziehungsweise unten sind jetzt auch gerade Max Eltern. Aber die werden ja nicht über Nacht hier bleiben. Aber ich schon. Und zwar ganz alleine in einem riesengroßen Haus. Und ich habe schon ein bisschen Angst. Vor allem, als wir das erste Mal hier, glaube ich, geschlafen haben. Oder das zweite. Da, das haben wir euch auch schon erzählt, ist ein Brett aus der Küche runtergefallen, beziehungsweise zwei waren das sogar. Und wir wissen halt immer noch nicht, warum es runtergefallen ist. Und es war so laut. Und ich habe so Angst, jetzt hier zu schlafen, alleine. Mit Max ging es noch, aber alleine ist echt was ganz anderes. Ich habe so krass Angst und Respekt davor. Und am liebsten hätte ich eigentlich, um ehrlich zu sein, Max lieber hier. Oder ich lieber bei ihm. Eine Nacht schaffe ich das bestimmt. Wenn ihr morgen nichts mehr von ihr hört, wisst ihr, was mit mir passiert ist. Hoffentlich. Ich habe übrigens noch ein paar Chips gefunden, die ich jetzt nebenbei essen werde. Aber ich muss sagen,
Das sind jetzt nicht die geilsten Chips, die es gibt. Aber ich muss irgendwas essen. Ich mache mir, glaube ich, auch gleich noch ein bisschen Toast zum Abendbrot. Also trocken Toast, weil wir ja weder Käse noch vegetarische Wurst haben oder so. Aber die schmecken echt nicht. Mittlerweile haben wir es 9:30. Ich habe hier ein bisschen Video bearbeitet schon. Ich habe ein bisschen... Ja, das ist übrigens auch schon alles hier leer jetzt mittlerweile. Hier habe ich auch noch was von zu Hause mitgenommen. So, ich liege hier schon im Bett. Ich habe gerade noch die Nachtlampe an, deswegen ist es gerade so hell. Und dann habe ich vergessen abzuschminken. Also meine Augen und... Oh. Okay, da muss ich gleich nochmal aufstehen. Auf jeden Fall bin ich hier unter zwei Decken, weil es in dem Schlafzimmer kälter als in allen anderen Räumen ist. Ich verstehe nicht warum, aber es ist wirklich super kalt hier. Ich habe auch gerade die Heizung auf volle Pulle gedreht. Ja, jetzt sollte ich mich gleich doch nochmal aufstehen und abschminken. Das habe ich komplett vergessen. An alle, die sich schminken, kennt ihr das, wenn man sich ins Bett legt, schlafen möchte und dann merkt, dass man sich nicht abgeschminkt hat. Ich hasse es. Auf jeden Fall muss das auf jeden Fall gemacht werden. Deswegen werde ich gleich nochmal aufstehen und mich abschminken. Aber dann gehe ich auch schon schlafen. Wir haben schon relativ spät. Und dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt einmal Bett fertig. Also Zähne putzen, noch Klo gehen nochmal. Und dann werde ich schlafen gehen. Ich bin auch irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich mit letzter so früh so müde bin. Aber ich würde sagen, let's go, ich gehe schlafen. Ich hoffe, Chrissy findet sich zurecht bei mir überall. Licht aus und dann würde ich sagen, oh Gott, okay, lass das Licht lieber nochmal an. Und es ist sehr, sehr komisch, hier ohne Max zu sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin sehr gespannt später beim Bearbeiten, was Max so gemacht hat. Und dann würde ich sagen, hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Guckt in die Infobox, da findet ihr einen Link zu meinem Merch und zu meinem Instagram-Account. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!